Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Sammlungsvideo, Collection, irgendwas. Ich habe vor einem halben Jahr meine Wrestling-DVDs vorgestellt. Und jetzt möchte ich sozusagen ein Update davon machen. Also quasi sind ein paar dazugekommen. Ich zeige euch immer noch mal die alten, für die, die vor einem halben Jahr oder so das Video nicht gesehen haben oder so, keine Ahnung. Ich zeige jetzt noch mal alles, was ich habe. Ich werde aber nicht groß so weiter was erzählen. Also wer irgendwie meine Meinung dazu wissen will, könnt ihr gerne in den Kommentaren nachfragen. Da kann ich alles gerne nachträglich reinschreiben. Also ich werde hier nichts reviewen, sondern ich werde einfach nur zeigen, was ich habe. Ist weil das letzte Video, was ich gemacht habe, das Walking, da ging eineinhalb Stunden, weil ich auch viel geredet habe und so weiter darüber, über jedes einzelne. Jetzt einfach nur grob zeigen, wo es ist. Wir fangen mit einer geringen Menge an, und zwar sind das meine einzigen Wrestling Blu-Rays, also sind das nur, sind nur Wrestling DVDs. Meine Wrestling Blu-Rays sind zwei und noch eine ohne Hülle, sag ich mal, also mehr oder weniger. Habe ich eine Hülle gepackt, weil die Hülle bei Umzug oder so abhanden gekommen ist. Und zwar fangen wir mit der Kleinen an, das ist WWE. Also irritiert, weil mein Laptop aus ist. Mein Laptop steht nämlich hier. Das ist WWE No Mercy 2007. Kann man nicht einmal erkennen, weil das ist nur so eine PlayStation 3 Hülle, wo ich einfach die Dings reingetan habe. Also. Habe ich letztes Mal schon gezeigt. Vorher kann ich das erzählen. Bei Umzug verloren gegangen. So, dann habe ich bei der Blu-ray, wie gesagt, einmal SummerSlam 2017 und SummerSlam 2018. SummerSlam, nehmen wir noch erwähnt, SummerSlam ist die einzige Reihe Wrestling-DVDs, die ich als Blu-ray habe. Und auch immer wieder immer holen werde. Das ist, klingt jetzt ein bisschen blöd, aber warum gerade SummerSlam? Aber ich habe einfach gesagt, ich habe mich für den SummerSlam entschieden, weil SummerSlam ist der zweitgrößte Pay-Per-View im Jahr, neben WrestleMania. Ich aber WrestleMania nicht als Blu-ray haben möchte, habe mich dafür entschieden, als den zweitgrößten Pay-Per-View als Blu-ray zu haben. 2019 wird dieses Jahr auch noch dazu kommen. Dauert noch ein bisschen. So, dann mache ich noch die DVDs von 2017 und die DVDs von 2019, aber da muss ich noch ein bisschen was, da erkläre ich euch gleich dazu, das ist dann noch egal. Und zwar haben wir als erstes TLC 2017 mit mehr oder weniger Shield auf dem Cover, das war so ein bisschen, da war so die Zeit da, sehr viele krankheitsbedingte Ausfälle. Deswegen musste Kurt Angle einspringen und so weiter. Dann haben wir natürlich noch die Survivor Series. War bis vor kurzem einer meiner absoluten Lieblings-Pay-Per-Views, auch neben dem Royal Rumble. Warum? So wichtig. Wie ihr, wenn ihr das wissen wollt, in die Kommentare. Ich antworte gerne darauf. So, dann haben wir noch eins der wenigen Double Features, die ich habe, weil 2017 war ja das Jahr der Double Features, sage ich jetzt mal. Weil da hatten wir ja Raw und SmackDown Pay-Per-Views getrennt. Da gab es halt viele Double Features und eins davon war halt No Escape bzw. Elimination Chamber und Fastlane in einem. Also Fastlane war der Raw Pay-Per-View und No Escape bzw. Elimination Chamber war das SmackDown Pay-Per-View. Was ich doof fand, aber gut. Meine einzige DVD von 2019 bis jetzt ist der Royal Rumble 2019. Ja, das ist aber noch 2019. Von 2019 sind übrigens noch zwei DVDs unterwegs, beziehungsweise zwei DVDs, weil es sind ja glaube ich mehrere immer drin. Und zwar bestellt ist jetzt noch Fastlane 2019 und der Elimination Chamber 2019. Der Fastlane dürfte nächsten Monat kommen, aber 4.5. oder so rum. Könnt ihr jetzt gucken, aber das sind jetzt Bilder.
Und ganz wichtig. Ist nicht so schlimm. Hier habe ich also so wenig Platz, deswegen muss ich ein bisschen rüber. Und Elimination Chamber müsste diese Woche noch kommen. Oder nächste Woche. So ungefähr. So, dann machen wir weiter. Ich hab's ein bisschen schlimmer gerade. Mit NXT-DVDs. Momentan gibt es ja nur 4 NXT-DVD-Packs oder wie man es nennt. Also sagen wir mal 4 DVDs. Und ich habe sie alle. Und zwar sind das. Fangen wir mit dem ältesten an. Und zwar ist das NXT Greatest Matches. Das war die erste DVD, die von NXT rauskam. Ja, das kann der Stimme. Dann haben wir NXT From Secret to Sensation. Ja. Als nächstes haben wir Best of NXT 2017. Also quasi Best of 2017 NXT wohlgemerkt. Und dieses Jahr dazugekommen ist Best of NXT Takeover 2018. Das ist übrigens die erste DVD, die irgendwie sich um Takeover dreht. NXT Takeover sind übrigens die Pay-Per-Views von NXT, wo es leider keine DVDs momentan gibt, aber wenn es die eines Tages gibt, hole ich mir. Weil NXT wäre wirklich was von richtig gutes Wrestling sehen will, sollte sich NXT angucken. Und das ist ja bloß das Beste von NXT. Der letzte. Ich sage jetzt mal 4 Jahre. Doch, ja, 4 Jahre würde ich sagen. Genau, also wer unbedingt was Gutes Wrestling sehen will, muss NXT gucken. Ist halt nur schwierig, weil du brauchst das Network. Soweit ich weiß, kommt das nicht im deutschen Fernsehen oder sonst irgendwo. Also das kannst du nur über das Network empfangen, sobald ich das mache, sobald ich jetzt informiert bin. Oder du kaufst die DVDs und darfst mal anfangen. Also die NXT-DVDs kann ich auf jeden Fall empfehlen. Das ist mehr oder weniger full must-have, wenn man sich gutes Wrestling angucken will. So, wir machen weiter mit den Best-Offs. Und zwar machen wir die Best-Offs, die ich habe, also an sich von, also quasi. Eine habe ich ja schon gezeigt, und zwar das war Best of the 2, das war Takeover und NXT. Dann haben wir noch Best of 2000, Raw und SmackDown 2015. Hatte ich mir geholt, weil ich das Jahr 2015 nicht. Was 2015 das eins der Jahre ist, wo ich überhaupt kein Wrestling geguckt habe und ich das nachholen wollte, habe ich bis heute noch nicht gemacht. Warum ich das 2015 nicht nachgeholt habe, das möchte ich jetzt nicht weiter erläutern, das war halt so ein Jahr, da wollte ich überhaupt nicht mit euch zusammen. Best of 2016, ne, habe ich Raw und SmackDown, wohlgemerkt. Natürlich Best of 2017, Raw und SmackDown. Und Best of Raw und SmackDown 2018 wird übrigens einer der Sachen sein, die ich mir jedes Jahr holen werde, weil die kommen jährlich raus und wird. Ich werde mir auch die Best of 2019 holen. Das ist das, was ich mir gesagt habe. Das mache ich. Ist so eine Haartradition, die mache ich jedes Jahr. Und seit 2017, Best of Pay-Per-Views 2017, mache ich das auch mit den Pay-Per-Views. Nämlich auch Best of 2018. Best of Pay-Per-View-Matches 2018. Und 2019 kommt wieder raus. Dann machen wir diese, wie nenne ich das mal, so die Collections, sage ich jetzt mal. Das sind so eine Art Collections von Wrestlern, oder ich sehe gerade jetzt eine andere DVD zwischen, die gar nicht dazwischen. Nicht so schlimm, die machen wir jetzt erst. So Collections von Wrestlern, oder halt eben Best-Offs von diesen Sachen. Ist egal, so. Wir fangen dann mit der an, die gehört nämlich normalerweise nicht hierher, aber die mache ich jetzt mit rein. Und zwar ist das
Vengeance 2006. Die ist noch im guten Zustand, im Gegensatz zu No Mercy 2007. Leider Gottes. Also, leider Gottes ist No Mercy nicht mehr in dem guten Zustand, wie ich gerne hätte. So, dann haben wir WWE Leiter Matches, ist quasi, wie der Name schon sagt, besten Leiter Matches der WWE. 21 Matches, 3 DVDs, über 9 Stunden. Leiter Matches sind cool. Zumindest auf, DVD, auf DVDs. Im Spiel ist das eine ganz andere Geschichte. Aber dazu hat ihr noch genug in meinem Let's Play. Vielleicht noch. Die Geschichte des Undertakers. Bei DVDs. Viele Stunden. Über 500 Minuten, sage ich einfach mal, steht mit drauf. Ja, das ist, wie der Name schon sagt, die Geschichte des Undertakers. Das sind Undertakers größte Matches drauf und halt noch so ein bisschen die Geschichte, wie der Name schon sagt, die Geschichte des Undertakers. So ein bisschen erzählt und so weiter, was der Hintergrund war und so weiter. Gibt noch eine andere DVD von Undertaker, aber die habe ich ja nicht. Das ist, die aber zeigt aber, glaube ich, Schluss die ganzen WrestleMania Matches. Vom Undertaker gibt es noch 3 oder 4 DVDs an sich. So, Raw, der Anfang, Staffel 1, 2. Das ist quasi das Beste der ersten zwei Staffeln, also quasi, wo Raw quasi, wie der Name schon sagt, angefangen hat. Also quasi das Debüt 93 bis 94. Wo ich übrigens noch nicht Wrestling geguckt habe, aber. Das nur so nebenbei. So, dann würde ich mal sagen. Habe ich mir vor kurzem erst geholt, ist aber eigentlich schon ein bisschen älter. Und zwar ist das The History of WWE, 50 Jahre WWE. Das ist ja, das Beste aus 15 Jahren Sports Entertainment, muss ich sagen. Da muss ich ruhig mal gehen. Ich habe die erste DVD mir komplett angeguckt. Ist interessant mal zu wissen, was man so zu hören kriegt. So, dann habe ich noch The Phenomenal One, AJ Styles, oder besser gesagt, The WWE's Most Phenomenal Matches. Natürlich hat dieser Mann eine DVD verdient, der ist in meinen Augen der wahre Best in the World, AJ Styles. Ist übrigens momentan leider Gottes verletzt, aber ist egal, da kann er ja nichts für. So, dann haben wir noch die DVD Then, Now, Forever. Evolution WWE's Women's Division. Also das ist quasi. Das erklärt so ein bisschen die Geschichte, wie das Frauenwrestling, sage ich jetzt mal, sich entwickelt hat und langsam was hier voran. Also quasi vom ersten Frauenmatch bis hin zum bis heute. Also nicht bis heute, sondern halt eben bis du halt. Wie sich halt entwickelt hat. Und was halt. Es halt gehört alles dazu. Auch das ganze Gleichberechtigungsgedöns im Wrestling und so weiter. Frauen und so weiter. So. Ich mache das nächste. Ich weiß gar nicht, was ich bekomme. Weil die Kamera kann nämlich schon 20 Minuten aufnehmen. So, dann machen wir die DVDs komplett von 2018. Ich dürfte alle haben. Ich habe vorhin mal nachgezählt. Eine einzige DVD habe ich nicht. Und das ist Ground Jewel. Das kann aber auch sein, weil es diese DVD nicht gibt. So, ansonsten habe ich alles an DVD-Pay-Per-Views, was es 2018 gab. Wir gehen einfach mal durch. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, wenn irgendwas fehlt. Aber ich glaube nicht. Damit haben wir Royal Rumble 2018. Mit dem allerersten Frauen-Rumble. Ja, muss ich nicht sagen. Ein weiteres Double Feature, das war noch kurz vor der Roster Zusammenführung, sag ich, oder vor der Pay-Per-View Zusammenführung, sagen wir, dass alle bei Roster bei jedem Pay-Per-View da sind. Also quasi jeder Pay-Per-View wieder Raw und SmackDown ist. Das war No Escape und Fastlane 2018. 2018, stimmt ja.
gut, das einzige Double-Feature, was ich doppelt habe. Und auch das, das letzte Double-Feature, was ich habe. So, dann haben wir The Greatest Royal Rumble. Ich hoffe übrigens, dass es das nach der Reihe ist. So wie sie halt auch ausgeschrieben wurden, aber zumindest wurde mir das auf Wikipedia so angezeigt. Wie gesagt, Greatest Royal Rumble. Das erste Saudi-Event, Saudi-Arabien. Main Event oder was weiß ich, Pay-Per-View oder was weiß ich, den größten Royal Rumble mit 50 Mann oder so. Backlash 2018, der schlechteste Pay-Per-View 2018. Wo übrigens gerade keine DVD drin ist. Ich glaube, doch ja, ich sehe warum die DVD in meinem PC drin ist. Money in the Bank 2018, welches übrigens zum jetzigen Zeitpunkt der nächste Pay-Per-View ist, also quasi jetzt 2019, der nächste Pay-Per-View, der jetzt nach WrestleMania kommt, ist Money in the Bank. Freue mich schon drauf. Bin mal gespannt, wer die Koffer bekommt. Extreme Rules 2018 ist auch eigentlich ein recht geiler Pay-Per-View, weil Extreme Rules ist immer geil. Aber wenn man muss halt auch dieses ganze Extreme Rules Gedöns auch benutzen, sag ich jetzt mal. Wenn man das nicht macht, dann... Hell in the Cell 2018, Alexas letzter Pay-Per-View. Vor ihrer Verletzungspause. Die sehr lange ging. Super Showdown. Australien Pay-Per-View. Ja, genau. WWE Evolution, bei der ich lange gedacht habe, sie kommt nicht auf DVD. Ich bin froh, dass sie auf DVD rausgekommen ist. Der allererste Frauen-Pay-Per-View auch. Ich freue mich schon auf den nächsten. Ich hoffe, der wird besser als der. Wobei das eigentlich war auch schon gut, aber es hat trotzdem ein bisschen was gefehlt. Und ich rede nicht von Alexa, die war ja da. Nur halt eben als Managerin. Survivor Series 2018. Joa, würde ich zu sagen. Joa gegen SmackDown sozusagen. Und last but not least, TLC 2018. Ja, genau, mit so gucken, ja. So, ich würde mal sagen, eine Sache haben wir noch. Ich hoffe, es reicht von der Zeit noch. Ich hoffe es so sehr. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu lange gebraucht. Und zwar habe ich noch drei wunderschöne DVDs vorzustellen. Und zwar ist das mein absoluter, der absolute Lieblings-Pay-Per-View, weil der absolute Lieblings-Pay-Per-View ist immer noch der Rumble. Aber das ist das große Event schlechthin jedes Jahr. Jedes Jahr jetzt seit 2016 live geguckt. Im Network, leider Gottes nur. Und absolut fast immer Weltklasse. Allerdings habe ich. Doch, 2016 habe ich noch nicht. WrestleMania 2016. Genau. Ich habe es schon gesagt. WrestleMania. Erste WrestleMania DVD ist WrestleMania 22. Dann haben wir WrestleMania 33. Und natürlich WrestleMania 34. WrestleMania 35 habe ich noch nicht. Die kommt erst im Juni aus. Im Juli? Juni. Juni. Habe ich vorhin geguckt. WrestleMania 35 kommt im Juni. Lief aber zu dem Zeitpunkt, wo ich die Aufnahme schon gemacht mache schon. Und war so lala. War sogar ein bisschen schlechter als die 34. Aber gut. Wie gesagt, ich möchte keine Reviews machen. Naja, das war's dann hier schon wieder mit dieser Aufnahme, mit diesem Vorstellungsvideo, bla bla bla. Bis zum nächsten Mal. Ciao.